Ja, jetzt am Wochenende ist Bode Miller and Friends gewesen. Also sprich, am Samstag haben wir angefangen mit einem Training. Es sind jede Menge Leute da gewesen für jung bis alt. Das war eine super Sache, super Pistenverhältnisse. Der Bode Miller war super kooperativ, er hat den Leuten Tipps gegeben, er hat es ihnen vorgezeigt, er ist mit dem Mittagessen gegangen. Also ein riesen Gaudi, da zu sein, so ein Sende, war eine gute Geschichte. And we skied the lot. We trained a bit yesterday with the contest winners, and we got a bunch of runs in. It was cool just to be able to, it was such a nice day, and just cycle around and around on that course. And I got to help some people with figuring out their race line and how to make less mistakes. Ja, ich glaube, es ist wichtig auch noch einmal am Ende der Saison die Verbundenheit auch mit dem Bode Miller, weil man hat jetzt doch eine Saison zusammengearbeitet. Die Marken ähneln sich. Wir reden da von Sport und Unterhaltung, und das, was wir heute auch machen, ist Sport und Unterhaltung. Es geht einfach auch darum, dass man sich auch bei ihm bedankt, dass man gemeinsam auch noch einmal, vor allem mit den Einheimischen, dass das irgendwie ein bisschen zusammenwächst. Ich glaube, das ist wichtig. And then today we had the race, and it was cool to watch. A lot of the young kids were pretty excited. These spring races are you know, people are using their entire season's worth of knowledge and experience, and they're really able to ski at their highest level. So it's been a great couple days. Am Sonntag haben wir danach ein Abschlussrennen gemacht für die ganzen, die das Paket gebucht haben, und haben das zugleich zusammengelegt mit dem Kameradschaftsrennen, das eine sehr lange Tradition hat. Und da sind eigentlich vom 5-Jährigen bis zum 95-Jährigen alle zusammengekommen. Es sind insgesamt 274 Teilnehmer gewesen. Also man hat schon gesehen, dass ein Rieseninteresse dran ist. Und es war auf jeden Fall eine lässige Geschichte. Vorläufer sind gefahren, der Christoph Nösig, der Scheiber Florian und natürlich der Bode Miller. Da haben sie sich gleich ein bisschen was anschauen. Und es ist echt eine lässige Veranstaltung gewesen.